Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen von CapTrader zum Webinar Futures Trading mit NinjaTrader 8. Und ja, Christoph Radecker wird einige interessante Dinge heute vorstellen, Handelsansätze, Handelsstrategien. Und ja, da ist was Spannendes, denke ich mal, dabei und etwas Neues vielleicht auch, was Sie so noch gar nicht kennen. Wenn Sie da Fragen zu haben, nutzen Sie die Chat-Funktion. Und ja, dann kann man das Ganze direkt auch interaktiv gestalten. Das letzte Webinar oder auch die Aufzeichnung waren ja ATM-Strategien und Neuerungen vom Release 16, also von dieser Version. Und ja, falls Sie das verpasst haben sollten, die Aufzeichnung finden Sie natürlich auf YouTube. Ich bringe die Seite mal eben hier rüber auf den Bildschirm. Ja, also wenn Sie im Kanal von FXFed gehen, dann finden Sie dort die Aufzeichnung des vierten Webinars. Jetzt haben wir ja schon das fünfte. Wir haben den sechsten Termin am 22.11. Der wird sich aber verschieben. Alle, die sich dafür schon angemeldet haben, die bekommen dann da noch eine Info in den nächsten Tagen. Okay, bevor wir loslegen, noch kurzer Hinweis, wenn Sie uns live vor Ort treffen möchten, ja, dann besuchen Sie uns gerne auf der World of Trading in Frankfurt. Wir haben ja da Deutschlands größtes Live-Trading-Event im Rahmen der Pre-Conference. Und am 22.11., das ist auch der Grund, warum wir das Webinar verlegen, da wir dort in Frankfurt sind. Christoph wird ja auch mit dabei sein und viele andere interessante Trader. Das ganze Programm hier bei uns auf der Homepage können Sie sich in Ruhe anschauen und natürlich anmelden. Ja, und dann freuen wir uns, Sie dort persönlich zu treffen. Gut, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Christoph, ich denke oder ich hoffe, du kannst mich auch hören. Ich muss dich noch eben zum Organisator ernennen und dann kann es direkt losgehen. So, jetzt solltest du freigeschaltet sein. Ich höre dich schon. Und ja, wenn du soweit bist, kannst du gerne deinen Monitor, deinen Bildschirm übertragen und dann kann es losgehen. Wunderbar. Ich organisiere mich bloß mal kurz. Die Fragen mal. Okay, wunderbar. Schönen guten Abend, liebe Trader, liebe Interessenten, liebe Marktteilnehmer oder Interessenten am Marktgeschehen. Ja, relativ interessant, glaube ich, die letzten Tage. Irrsinns Volatilität in den Märkten. Ja, 1000 Punkte Dow hat man oder über 800 Punkte Bewegungen im Dow Jones. Ist doch ein Index, den wir alle kennen. Und ja, die Volatilität, wo die Trader lieben, die ist jetzt da. Thema heute, das habe ich gewählt, offen gesagt, weil es mich selbst interessiert. Und das ist, glaube ich, das Schöne jetzt in diesem Format, dass man immer unterschiedliche Themen eben ansprechen kann. Diese Inside-Bar-Geschichte oder Gedanken zu Inside-Bar-Strategien ist ein Thema, was mich selber super interessiert, muss ich sagen, wo ich auch einen Sinn dahinter sehe. Das möchte ich euch, das Konzept dahinter, denkbar einfach, aber das möchte ich euch vorstellen. Habe auch zwei Strategien, die ich mit euch teilen möchte, die ihr auch dann vom Andreas oder vom CapTrader / FXFlat auch bekommt. Könnt ihr auch laden, kostenlos. Also, wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch testen. Und auch ein Indikator, den ihr dann auch laden könnt, wenn ihr euch damit mehr auseinandersetzen möchtet. Genau. Zuallererst, und jetzt muss ich wieder diese PowerPoint finden, brauche ich allerdings diesen Risikodisclaimer, das müssen wir einfach am Anfang immer bringen, dass eben der Handel, sei es mit Futures, Forex oder CFDs, auch Aktien, eben ein hohes Risiko mit sich bringt und eben nicht für jeden Investor geeignet ist, sondern als ein Investor kann man möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Dieses Thema betrifft in Europa nur noch Futures-Trader, also sprich im Futures-Bereich hast du oder hat man eine Nachschusspflicht, sprich das Konto kann theoretisch negativ werden und man muss dann auch nachschießen, also man muss dann Geld einzahlen und aus diesem Grund sollte nur Risikokapital eben verwendet werden und im Endeffekt ist Risikokapital Geld, bei dessen Situation sich eure Lebenssituation oder eure Lebensumstände nicht verändern. Wenn man jetzt hier beginnt, speziell glaube ich mit Futures, sollte man idealerweise nur einen Teil vom Risikokapital verwenden. Der
Und speziell, wir reden heute über Systeme, da der letzte Satz ist wirklich da auch wichtig, da geht es dann um Optimierung, ja, dass eine in der Vergangenheit erzielte Performance, ich werde euch diese Graphen und diese Auswertungen heute noch zeigen, dass dies keine Garantie sein kann oder keine Garantie ist für zukünftige Gewinne. Also man versucht natürlich ein System, einen Ansatz so robust wie möglich zu gestalten, aber trotzdem kann es keine Garantie sein für zukünftige Gewinne. Ihr könnt euch bei FX Flat auch, also da kontaktiert bitte einfach den Andreas Weiß, den NinjaTrader laden, kostenlos. Ihr bekommt auch kostenlose sogenannte Realtime-Daten, also das sind Echtzeit-Marktdaten der US-Futures. Also ihr könnt dann beispielsweise die Währungen, sei es der Euro-Future, also der Euro zum US-Dollar, dieser Future-Markt oder auch die sämtliche Währungsfutures eben live eben handeln oder auch beispielsweise der Mini-DAO oder der Mini-S&P könnt ihr auch auf der Simulation im Demo simulierten Umfeld eben auch handeln. Eine Sache dazu, die ist wichtig, da hat sich eine Änderung ergeben vor ein paar Wochen, das ist nicht alt, diese Änderung, dass die Eurex keine Demo mehr erlaubt. Und also daher, wenn ihr den FDAX handeln möchtet und schaut euch beispielsweise im NinjaTrader den FDAX an, dann wird es so sein, dass ihr die historischen Daten, also die Vergangenheitsdaten, lädt der NinjaTrader rein, aber wir dürfen keine Echtzeitmarktdaten eben der Eurex in die Demo streamen. Also wie gesagt, wir dürfen keine Echtzeitmarktdaten angeben. Entschuldigung. Gedanken zu Inselbar-Strategien, wie gesagt, mich interessiert das Thema wirklich. Ist jetzt, ich werde euch zwei Systemansätze vorstellen. Beide finde ich hochinteressant. Am einen bin ich am Feilen, ehrlich gesagt, auch am Rumtüfteln. Ich glaube, Trading ist auch Tüfteln. Ja, also ich glaube, dass man offen sein muss für Neues und im Endeffekt interessiere ich mich da speziell auch, wie gesagt, für diese Inselbar-Geschichte. Ich werde euch da zwei Systemansätze vorstellen, die mich da jetzt im Speziellen interessieren, wo ich in der Vergangenheit schon rumgebaut habe, wo ich aber jetzt im Moment auch wieder am Tüfteln bin. Ich werde auch euch die Märkte vorstellen, an denen ich da agiere und werde aber auch natürlich die Kritikpunkte von speziell einem Ansatz möchte ich euch vorstellen und auch mit euch ausarbeiten. Dann ein Indikator, den ich euch nochmal auch zum Download dem Andreas schicke, den könnt ihr euch da auch dann laden. Und zum dritten, das vielleicht noch vorne, von vornherein, wir haben bei NinjaTrader unsere NinjaTrader-Ökosystem-Seite umgebaut. Das ist unser Vendor-Netzwerk, nennen wir das. Ups, Entschuldigung. Unser Vendor-Netzwerk nennen wir das. Und dieses Vendor-Netzwerk ist eine interessante Geschichte, weil du da nämlich auch kostenlose NinjaTrader-Indikatoren laden kannst. Ja? Jetzt schaue ich bloß nochmal schnell, wo das Ganze ist. Also beispielsweise, so schaut das aus. Und ihr könnt euch da hunderte Indikatoren laden. Jetzt muss ich da bloß mal schauen, das war der falsche Link, sondern dieser da. Also sprich, NinjaTrader kommt ja auch mit extrem vielen Indikatoren. Ja, das sind 100, 150, wie auch immer, Indikatoren vordefiniert. Ja, und offen gesagt, da ist nicht jeder gut. Ja, oder ich finde nicht wirklich jeden gut. Ja, also da gibt es logischerweise Dinge, die einem persönlich zusagen, gibt es aber auch wiederum Dinge, die einem nicht gefallen, die unnütz sind für manche. Ja? Das Interessante jetzt an diesem System oder an dieser Webseite als Beispiel ist eben, dass ihr hier auch kostenlos Indikatoren laden könnt. Und jetzt haben wir hier beispielsweise die Commitment of Traders, also das Open Interest als Beispiel kann hier eben rausgelesen werden. Genau, also eine ganz interessante Sache, dass eben hier beispielsweise diese COT-Daten eben als Beispiel im NinjaTrader ausgewertet werden können. Hier noch nur ein Beispiel dazu, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist jetzt hier, glaube ich, Orange Juice. Ist auf alle Fälle eine interessante Geschichte, weil COT-Daten ist auf alle Fälle, glaube ich, für viele Trader ist das ein Begriff. Und auf alle Fälle wird das von uns gewartet, sprich, das sind eigentlich Originalindikatoren, die wir aber im Endeffekt nicht standardmäßig in der Plattform haben. Also dieser Link, ich werde den gleich nochmal hier in den Chat reinkopieren. Ich hoffe, ich kann das. Alle senden. Ja.
ist auf alle Fälle meiner Meinung nach eine Geschichte, die ist wirklich cool. Okay, ich bekomme sie hin. Vielleicht kann mir der Andreas dann auch noch mal helfen. Okay. Chat. An alle. Genau, wenn du an alle senden anklickst, solltest du... Ah, okay, sehen. Wunderbar. Tut mir leid, Technik. Okay, also da kurz ein Hinweis darauf. Also wie gesagt, da ist super viel drinnen. Da sind interessante Dinge drinnen, die für manche von euch hoffentlich auch interessant sind. Persönlich, wie gesagt, diese COT-Daten, die kurz angesprochen, finde ich mega interessant. Aber auch, wie gesagt, diese Inside-Bar-Indikator ist auf alle Fälle eine Geschichte, glaube ich, wo vielleicht für manche interessant sein wird. Zurück zum Thema, was ist ein Inside-Bar? Ja, ein Inside-Bar ist im Grunde eine Kerzenkonstellation, die in jedem Intervall stattfindet. Sei es ein Minutenchart, 30 Sekunden, Tageschart, Wochen, Monat, wie auch immer. Ja, ich habe das hier mal markiert mit diesem Rechteck. Das ist in diesem Rechteck diese rote Kerze, dieser Doji, mit die negativ ist, also diese mit Faltekursen, ist im Endeffekt so ein Inside-Bar. Warum? Der befindet sich eben das Hoch der Kerze, das Tief der Kerze ist innerhalb der Vorgängerkerze. Ja, ich habe das hier dann im nächsten Slide noch mal ein bisschen genauer dargestellt. Ich hoffe, es ist jetzt nur besser zu sehen. Also wie gesagt, Inside Bars können in jedem Zeitintervall, wie gesagt, entstehen. Vom 1-Minuten-Chart, wie gesagt, 30 Minuten bis zu Wochen-Monats-Charts, deutet eben eine gewisse Kursberuhigung an, beziehungsweise eben auch eine Unschlüssigkeit der Marktrichtung. Und oft entsteht das Ganze, oder gerne entsteht das Ganze, wenn eben ein Trend relativ stark war und dann ist eine gewisse Unsicherheit, eine neue Balance oder eine Balance zu finden und geht dann idealerweise dann auch nochmal in dieselbe Richtung weiter. Das Ganze kann man natürlich dann im Ninja Trader testen. Also Ninja Trader ist jetzt, wenn das neu für jemanden ist, also ich habe da vorher schon den ein oder anderen Kommentar gesehen, für den das neu sein könnte, ist es so, NinjaTrader ist jetzt nicht nur eine diskretionäre Handelsplattform, sprich, dass man selber als Trader die Entscheidungen trifft. Ja, es ist eine exzellente Plattform, offen gesagt, für diskretionäre Trader, aber zudem kann man eben mit der NinjaTrader-Oberfläche, mit der NinjaTrader-Plattform eben auch systematisch vollautomatisiert handeln und das Ganze eben auch für sich nutzen. Ich sage immer, ich bin ein großer Freund von diesen automatisierten Strategien, weil man eben zumindest einen Einblick bekommt, ob der Ansatz den Sinn macht oder nicht, ob das Ganze Zukunft hat oder nicht, anstatt dass man eben als Beispiel mit einem MACD, das ist ein Indikator, den jeder kennt, sein Glück versucht. Ich möchte euch jetzt dann im Grunde dann zwei Handelsansätze eben vorstellen, die damit arbeiten. Ein System ist, wie gesagt, wird umstritten sein, das will ich gar nicht bestreiten, das ist ein sogenannter Grid-Ansatz, der auch eben zum Teil Positionen erhöht oder potenziell erhöht. Der andere ist eine Inside-Bar-Strategie, der im Grunde dann in Trendrichtung weiter eben agieren möchte, der dann so diese Inside-Bars in einer Kombination weiterkauft. Ihr seht jetzt hier in diesem Screenshot mal ein System, einen systematischen Ansatz. Der Screenshot ist offen gesagt von heute, also ihr seht, das ist jetzt hier, glaube ich, der neuseeland-kanadische Dollar, wo jetzt hier ein Short Trade offen wäre und eben dann eben am 19. Oktober auch schon mal ein Short Trade eben eingegangen worden ist. Ich werde euch jetzt gleich zu NinjaTrader, der Plattform selbst, drüber wechseln. Ich werde euch jetzt dann als ersten Schritt mal den Indikator vorstellen, den ich dann Andreas auch dann schicken werde, den ihr aber natürlich auch mit dem Link beispielsweise findet. Den hatte Alan Palmer geschrieben, das ist ein Arbeitskollege von mir, der im Grunde eben Programmierer ist und eben hier beispielsweise diesen Inside-Bar-Indikator geschrieben hat, der einfach ist, aber der zum Teil Sinn machen kann. Das Konzept dahinter, hinter dieser Inside-Bar, vielleicht nochmal kurz erklärt, ist wie gesagt relativ simpel. Man sieht auch, das Ganze passiert öfters, ja, also jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht jeden zweiten, dritten Tag kann das vorkommen, dass eben so eine Inside-Kerzen-Konstellation vorkommt. Also vielleicht hier nochmal, ich scroll hier mal ein bisschen rein. Gehen wir mal dahin, wo dieser Trade auch passiert ist, dass man das besser sieht. Okay. Wir hatten im Grunde hier einen Anstieg in dem Markt. Ja, das ist im Grunde relativ
easy zu sehen, meiner Meinung nach, und dann versucht der Markt eben, ja, entweder weiter anzusteigen oder eben wieder, ja, oder eben seitwärts oder eben zu fallen. Und im Grunde sehen wir hier eine Aneinanderreihung von zwei Inside Bars, die eben folgendes Kriterium eben erfüllen. Diese erste rote Kerze ist kleiner oder ist kleiner zumindest wie jetzt eben die Vorgängerkerze, aber das Hoch der Kerze und das Tief der Kerze ist eben innerhalb, ja, dieser Vorgängerkerze, und daher kommt auch der Name Inside Bar. Diese aktuelle Kerze, diese erste rote, ist innerhalb des ersten, innerhalb des Vorgänger, der Vorgängerkerze. Ja. Wie gesagt, jetzt eben sehen wir hier diesen Neuseeland zum kanadischen Dollar, diesen Markt, kann jeglicher Markt sein. Wie gesagt, wir können uns auch gerne noch mal andere potenzielle Märkte wie den DAX oder was auch anschauen gerne. Fakt ist aber, die Konstellation ist immer die gleiche. In diesem Fall haben wir sogar zwei Aneinanderreihungen von diesem Konzept. Das ist ein Indikator, der eben hier geschrieben worden ist. Wie gesagt, den könnt ihr laden. Noch ein Hinweis dazu, wie geht das Ganze, wie kann man das Ganze laden? Geht wie folgt, ganz einfach. Wenn ihr euch so ein sogenanntes Add-on in die NinjaTrader-Plattform laden möchtet, geht das super simpel. Werkzeuge, und dann gibt es hier eine Importfunktion. Ja, und ihr könnt beispielsweise eine Backup-Datei laden, also wenn ihr als Beispiel eine Backup-Datei oder ein Backup erstellt habt von eurer Plattform, wäre es jetzt hier eine Sicherungsdatei, historische Daten könnt ihr auch importieren. In diesem Fall wäre es eben hier ein NinjaScript-Add-on. Und es gibt im Grunde es gibt zwei Arten von diesen Add-ons, kostenlos und Kauf. Ja. Und auf dieser Seite, diesen Link, den ich euch jetzt hier vorher geschickt habe, findet ihr lauter kostenlose Add-ons, die ihr eben auch hier importieren könnt. Ich gehe jetzt mal drauf und dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ich habe da ewig viele Dinge, weil ich natürlich auch viel importiere und auch rumbaue. Okay, schauen wir uns das hier mal an. Ich wähle jetzt hier diesen Indikator mal aus, kostenlos, wie gesagt, dann gehe ich auf Öffnen und dann kommt eine Fehlermeldung. Also wichtig, und die besagt im Endeffekt Folgendes: Installier dir keinen Virus, installier dir keinen Mist von irgendjemandem, wo du die Quelle nicht kennst. Hat zwei Gründe. A, natürlich die Computersicherheit. Und der zweite, und das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, stellt sicher, dass diese Indikatoren up-to-date sind. Ja, es bringt meines Erachtens wenig, wenn man sich aus irgendeinem nicht offiziellen Forum oder von einem nicht offiziellen Vendor, wie wir das nennen, Partner, eben was lädt, was womöglich aus einer veralteten Version eben resultiert, oder dieses Produkt ist womöglich veraltet, kann es potenziell zu Schwierigkeiten kommen, weil eben jedes Monat oder alle 6 Wochen auf alle Fälle NinjaTrader ein Update erfährt. Das betrifft nicht immer die Programmierung, aber trotzdem sollte man, wenn man eben hier was lädt, auf die Quelle achten. Und dann geht die auf OK, und dann im Grunde ist es so, sieht man, kommt hier eine Meldung, dass eben hier beispielsweise dieser SMA, gleitende Durchschnitt, ist schon vorhanden und dass eben dann diese Datei auch importiert wird, und im Grunde ist dann auch diese Datei, dieser Indikator, dieses System eben erfolgreich importiert worden und man kann das danach auswählen. Das habe ich, wie gesagt, hier mit diesem Indikator gemacht, der mir eben hier das anzeigt. Genauso könnt ihr das genauso machen. Okay, jetzt zu diesen beiden Handelsansätzen. Im Grunde bin ich zu diesem Handelsansatz gekommen, und jetzt fange ich bei diesem Modell an, weil ich es einfach sehr, sehr interessant finde. Im Grunde bin ich zu diesem Modell gekommen aus einem relativ schlichten Grund. Wie ich vor eben in dieser Slide, in dieser PowerPoint eben geschrieben habe, eine Inside-Bar-Kerze bedeutet im Grunde Folgendes: eine gewisse Stabilisierung in dem Abverkauf, aber auch eine gewisse Finden einer neuen Balance, sollte der Markt steigen. Fakt ist, der Markt beruhigt sich, zumindest zu Haupthandelszeiten. Ja, über Nacht, also die US-Futures als Beispiel, wie jetzt hier auch der Nasdaq, der tendiert natürlich dazu, dass er in der Nacht, sagen wir von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens, relativ ruhig ist. Da kann die Inside Bar eben passieren. Aber im Grunde, mich interessiert das Ganze zur Haupthandelszeit. Und wenn ich so, und wenn ich im Grunde so eine Inside-Bar-Geschichte habe, dann möchte ich eben mich in eine Richtung positionieren, die idealerweise in Trendrichtung ist. Und im Endeffekt, dieses System, was das macht, ich habe jetzt hier diesen gleitenden Durchschnitt auch eingezeigt, handelt
diese Inside-Bar-Strategien in einer Kombination und macht im Endeffekt dann Folgendes. Schauen wir uns hier mal einen erfolgreichen Trade an, idealerweise. Macht dann Folgendes, dass dann nach einer Inside-Kerze dann eben entweder gekauft oder verkauft wird, entsprechend des Musters. Was dieses System macht, ist im Endeffekt eine Kombination aus drei Kerzen. Ja, ich markiere das jetzt hier mal ein bisschen größer. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut zu sehen. Hier eine Kombination, also im Endeffekt drei Kerzen. Wir haben diese Inside Bar, ja, der Close, also wir haben jetzt hier also, bam, Kerze 1 und dann zweites haben wir diese Inside Bar und die dritte Kerze ist größer als diese Inside Bar und wir sind über diesem gleitenden Durchschnitt, dann darf man die Long Position eröffnen. Ja. Das Ganze ist schaut relativ simpel aus, ja, und ist aber im Endeffekt eine also meines Erachtens ein hochprofitables System, ist super simpel, verdient aber echt Geld. Ein Hinweis dazu, hier ist sind keine Gebühren mit einberechnet. Ja. Also wir haben jetzt hier 157 Trades, eben seit 2012, aber ist im Grunde ja, mit einem Average Trade von über 460 $ eben auf alle Fälle ein System, das relativ meines Erachtens trotzdem zeigt, dass ja, dass es gut ist und dass es Zukunft hat. Zukunft hat dieser Ansatz aus folgendem Grund oder warum ich da auch dran glaube, weil ich dieses System auf verschiedensten Märkten auch getestet habe. Also jetzt hier nicht nur der Nasdaq, sondern ich habe wirklich Bund Future, verschiedene Währungsfutures eben getestet und das Ganze funktioniert ähnlich gut oder unterschiedlich gut natürlich auf den unterschiedlichen Märkten, aber trotzdem ist das Teil profitabel. Ich möchte jetzt als erstes, bevor wir darüber reden, wenn ihr euch das installiert, dass ihr euch das anschauen könnt, mal über diese Einstellungen von dieser Strategie sprechen. Das finden wir jetzt hier eben, diese Inside-Bar-Geschichte ist jetzt hier konfiguriert und im Endeffekt hat das Ganze nicht viele Parameter, also hat im Endeffekt nur so ein Profit-Target, ja, das prozentual angegeben ist, hat einen Stop-Loss, auch prozentual, hat diesen gleitenden Durchschnitt, diesen SMA mit einer gewissen Periode, hier ist ein 20er, ist natürlich einstellbar und auch testbar und dann sehen wir eben nochmal hier, Made for N-Bars. Sprich, das ist das Einzige, wo man eigentlich hier meiner Meinung nach wirklich optimiert, ist eben, dass man sagt, okay, wann darf denn der nächste Trade eröffnet werden? Ja, das Ganze könnt ihr natürlich testen. Ihr könnt testen, wie lange, ob wenn ihr das verkürzt, die Auswirkung auf die Performance, beziehungsweise auch wenn ihr das jetzt hier noch größer stellen solltet, wie die Auswirkung ist. Fakt ist, einbezogen wird hier nur das Trading zwischen 8 Uhr und 22 Uhr, findet während dieser Handelszeit ein Trade statt. Ein Trade statt und das System erkennt dieses Muster, dann wird auch ein Trade abgesetzt. Da wir heute, glaube ich, das erste Mal in diesen Webinaren über den systematischen Handel sprechen, kurz mal zu dieser Strategie-Performance-Übersicht. Ich lasse das jetzt hier mal in dieser Größe. Es sind viele Kennzahlen, die natürlich zu sehen sind. Man sieht eben im Grunde auch, wie viele Trades denn pro Tag gemacht werden. Man sieht die Gesamtperformance und natürlich ganz, ganz wichtig, dieser Max Drawdown. Ja. Also sprich, die Aufteilung ist wie folgt. Gesamter Nettogewinn, das ist jetzt hier oben zu sehen. Man sieht, das Ganze ist deutlich schlechter oder schwächer auf dieser Short-Seite. Klar, der Markt ist nur gestiegen. Da könnten wir auch Verbesserungen noch vornehmen. Oder das Ganze einfach besser testen. Das ist jetzt hier im Grunde eine Einstellung, die ich seit einem halben Jahr verwende. Und dann sehen wir dann im Grunde diesen Profit-Faktor. Das bedeutet, wie viel Dollar verdiene ich denn pro riskierten Dollar im Grunde? Und dann eine Max-Drawdown-Kennzahl, die dann wirklich anzeigt, okay, mit welchem Schmerz ich denn mindestens rechnen muss. Ja? Systemhändler, aber auch wahrscheinlich erfahrene Trader sagen eins, der größte Drawdown, der wird immer kommen. Ja? Also der liegt in der Zukunft, der größte Schmerz wird in der Zukunft liegen. Man kann, glaube ich, ein System testen, auf Biegen und Brechen. Da könnte jetzt hier ein Drawdown stehen von 2500. Fakt ist, man muss schlichtweg rechnen damit, dass womöglich mehr an Drawdown kommt. Wir sehen die Trefferquote, die, glaube ich, für den Systemhandel ganz, ganz, ganz interessant ist und auch wichtig ist.
Wir Trader sind einerseits auf der Suche meines Erachtens nach Sicherheit, ja, diesen Safe Haven, dass wir sagen, okay, wir verdienen jeden Tag, wir verdienen jede Woche, jedes Monat, jedes Quartal, wie auch immer verdienen wir Geld. Fakt ist aber, je höher das bei einem systematischen Ansatz die Trefferquote ist, ja, jetzt angenommen hier statt 46% kombiniert, wäre die bei 80%, dann bedeutet, dass diese hohe Trefferquote im Grunde oder diese profitablen Trades im Grunde auch ein hohes Risiko mit sich bringt. Fällt im Grunde eine hohe Profitabilität eben ab, ist im Regelfall damit zu rechnen, dass das System nicht mehr profitabel ist. Also sprich, es wird sich dann wahrscheinlich so verhalten, dass die riskierten, also der Stop-Loss, ja, im Grunde von einem System deutlich höher ist, wie eben der Gewinn. Und das ist auch eine meines Erachtens wichtige Kenngröße. Sind jetzt hier diese Gewinn- und Verlustserien und dann dieser größte Gewinntrade zum Verlusttrade. Also wenn ihr das zum ersten Mal seht, schaut euch das bitte genau an. Wir sehen jetzt hier bei diesem systematischen Ansatz 6 Gewinner in Folge, 5 Verluste in Folge im Schnitt von allen Trades. Und dann haben wir hier auf der Long-Seite natürlich super schön 8 Gewinner, 3 Verlierer und dann aber weniger schön. Wir haben 3 Gewinner in Folge und 7 Verlierer in Folge. Wichtig hier oder ganz interessant, größter Gewinner ist deutlich höher eben wie der größte Verlusttrade. Also hier schaut das Ganze schon ganz passabel aus. Und dann haben wir hier oben wirklich dann die Kennzahlen, die meiner Meinung nach echt sehr, sehr wichtig sind. Und das ist im Endeffekt dann dieser Durchschnittstrade. Ja. Beim System sagt man im Grunde, also meines Erachtens sollte ein System auf alle Fälle einen Durchschnittstrade haben von über 80 Dollar nach Gebühren und Slippage. Hier handelt man ja einen Ansatz, der über Nacht handelt, also so einen sogenannten Swing-Trading-Ansatz, der eben längerfristig handelt, der mehrere Tage im Markt ist und aus diesem Grund natürlich höhere Ausstopper eben sich erlauben kann, aber natürlich auch höhere Gewinner mitnimmt. Also wir haben jetzt hier im Grunde einen durchschnittlichen Gewinner von eben 1900 Dollar oder knapp 2000 Dollar vor Gebühren und der durchschnittliche Loser ist deutlich geringer mit 860, 870 Dollar. Also dieses Verhältnis ist auf alle Fälle ganz gut oder ganz interessant. Und das ist jetzt hier mal diese erste Übersicht und dann gehen wir hier schon mal in diese Analyse weiter, wo wir diese Equity-Kurve sehen. Und Christoph, ganz kurz. Ja. Es kam eine Frage, wenn die Shorts so schlecht sind bei der Strategie, die könnte man ja dann einfach weglassen und nur long handeln. Das geht. Das geht und die Shorts, ehrlich gesagt, ich habe jetzt hier nicht, also die Frage kam von Peter, habe ich mal Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Also warum und mir, ich habe es auch getestet, ehrlich gesagt. Ja, also es ist nicht so, dass ich dann gedacht habe, okay, ich handle nur noch die Long und rechne mich reich und das war so mein Hintergedanke. Wir haben jetzt hier seit 2007, 2008, das ist ungefähr auch der Zeitrahmen, in dem ich jetzt hier für NinjaTrader oder Vorgängerfirmen tätig bin. Und im Endeffekt ist es so, wir hatten 2007, 2008 hatten wir diese Finanzkrise, wir hatten ähnliche Tagesschwankungen, wie wir zum Teil in den letzten Tagen gesehen haben. Und seitdem aber haben wir nur im Endeffekt einen steigenden Markt gesehen. Also rückblickend, wenn ihr euch mal den Tageschart lädt, zieht das Teil nur nach oben, einige 100% sind manche Märkte eben im Plus. Und aus diesem Grund war mir speziell wichtig, dass ich eben auch Settings habe, die vielleicht jetzt nicht so sexy sind, aber eben im Endeffekt dann aber auch diesen Anstieg auch überlebt haben auf der Short-Seite. Und das war ehrlich gesagt mein Hintergedanke. Also mein Hintergedanke war der, ich will ein System haben, das auf der Long-Seite logischerweise in dem Fall in diesem Bullenmarkt besser performt, aber im Endeffekt auch auf der Short-Seite auch überlebt. Und wie gesagt, das ist jetzt hier, wenn ihr das System testet, ist jetzt hier nicht, das geht noch besser, ja, ehrlich gesagt, das geht besser, aber ich habe diese Settings jetzt hier nicht da, weil das jetzt hier die Standard-Settings sind, die ich jetzt, ehrlich gesagt, seit Monaten eben da habe. Diese Übersicht, was wir hier sehen in der Analyse, ist jetzt hier ein reiner Equity-Kurvenverlauf, ja, das ist wunderbar, wenn wir hier beispielsweise grafisch tippen, können wir uns hier die einzelnen Trades sehen, wir können das Ganze, diese Periode, auch runterbrechen auf die Woche, auf das Monat, jährlich und so weiter. Können das Ganze aber auch natürlich auf der Long- und auf der Short-Seite eben sehen. Und da sehen wir natürlich hier eine Bomben-Performance. Eine schöne Equity-Kurvenverlauf.
und der jetzt erst hier im Zweig, wo waren wir hier, ja, $2000 abgefallen ist, weil er hier, glaube ich, zwei Ausstopper hatte oder was. Ja. Also im Grunde schöner Equity-Kurvenverlauf und dann auf der Short-Seite ist das Ganze nicht sexy, aber Fakt ist, das Ganze, wir sind in dem Bullenmarkt und wie gesagt, das geht besser, Peter, wenn man hier sich dafür interessiert, kann man das, könnt ihr das Ganze natürlich testen und aus diesem Grund möchte ich das auch ansprechen. Wie gesagt, ihr bekommt hier echt ein schönes System, das ihr auch testen könnt und eben auch für euch nutzen könnt. Das Startkapital, und das ist meines Erachtens das Schöne dran, kann man, oder so ein Systemhandel kann man eben betreiben auf unterschiedlichen Märkten. Also sprich, man kann als Beispiel, wenn man sich mit dem Systemhandel auseinandersetzt, und das ist, finde ich, extrem wichtig, sollte man nicht gleich all in gehen. Ja, also wie gesagt, wir sehen es häufig, und ich glaube, der Andreas wird es bestätigen, wir Deutsche oder aus dem deutschsprachigen Raum, wir sind fokussiert auf den DAX, ja, den kennen wir, den lieben wir und irgendwann hassen wir den, weil das natürlich einer der schwerst zu handelnden Indizes ist, den es meines Erachtens gibt. Aber wie gesagt, es gibt meines Erachtens einen weit cleveren Weg, sich da irgendwo, nicht irgendwo, sondern sich eben hier eben an das Ganze anzunähern und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom Risikokapital, das eben der Trader hat. Es gibt die E-Mini-Märkte, wie wir hier eben diesen E-Mini-Nasdaq sehen, der eben hier eben einen Drawdown historisch, wie gesagt, aufweist von knapp von $4000 plus Gebühren. Auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem, wie gesagt, die Mikromärkte. Es gibt ein Mikrogold, es gibt ein Mikro-Euro-Kontrakt und ich sage mal so, ich muss hier nicht gleich mal, wie gesagt, gefühlt all in gehen mit einem Markt, der vielleicht nicht zu meinem Risikokapital und zu meiner Erfahrung passt. Also daher ist die Frage nach dem Startkapital eher, ich sage nicht, dass die falsch ist, ich glaube, die ist wichtig, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben sich rantastet und eben sagt, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt eine Lernkurve und diese Lernkurve, die dauert jetzt ein halbes Jahr und in diesem halben Jahr als Beispiel handle ich jetzt vielleicht mal das Mikrogold oder ich handle die Mikro-Euro. Da wird man nicht reich, man wird aber auch nicht arm. Und wenn man die Erfahrung mit dem Systemhandel gemacht hat, dann kann man, glaube ich, eben darauf aufbauen und dann eben passend zu dem Risikokapital, was man hat, eben Märkte für sich suchen und Kombinationen von Systemen für sich suchen, die passen. Für einen passen, fürs Risikokapital passen und vor allen Dingen auch mental zu einem passen. Also eine wichtige Auswertung von dieser, oder meines Erachtens die wichtigste Auswertung, was wir hier sehen, ist es hier nicht die Kapitalkurve, die grün ist und nur grün ist, sondern ist jetzt hier diese summierte Max Drawdown, nennen wir das. Das ist jetzt hier so eine Unterwasserkurve und diese Unterwasserkurve zeigt eben den Schmerz an und dieser Schmerz als Beispiel war dann eben 2013 dann eben hier bei $3960 plus Gebühren, also wie gesagt, die sind hier nicht dabei, also nochmals, waren wir hier bei $3960 an Gebühren, wo wir eben hier sehen, dass eben hier der Schmerz da ist und Fakt ist, bei diesem Kapitalrückgang, angenommen nach Murphy, also Murphy's Law kennen wahrscheinlich viele, da muss man eben auch mental die Stärke haben und auch das Risikokapital in der Hinterhand, dass man das Ganze dann auch weiterhandelt. Also daher ist das ein Punkt, glaube ich, den man auch wirklich beachten sollte. Für mich entscheidend wichtig ist jetzt hier dann auch hier dieses Verhältnis, welchen Gewinn, welchen Verlierer habe ich denn hier. MicroFX kam gerade die Frage nochmal, hängt wie gesagt vom Broker ab. Da wird der Andreas wahrscheinlich mehr sagen können, was wie bei CapTrader, die als Beispiel die Intraday die Margins sind, weil du brauchst hier die Overnight Margins auch. FX Flat sind jetzt hier über Nacht die Börsengebühren, die über Nacht Börsen Margins, Entschuldigung, zu bringen, die sind im MicroFX Bereich. Eine Sekunde, schauen wir uns das mal an. Eine Sekunde bitte, dann sage ich euch das sofort. M6E. Ja. Initial Margin im Mikro Euro US-Dollar Future sind $250, $253. Ich würde, ehrliche Antwort ist jetzt die und ich darf da keine Empfehlung geben, aber mit $1000 würde ich mir das auf alle Fälle trauen. Es geht, wie gesagt, nicht darum,
diese dann reich zu werden. Es geht auch nicht darum, dann hier Haus und Hof zu verlieren, sondern ich glaube, man muss, wie gesagt, sich da dran tasten. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man da hier Erfahrung und dann, glaube ich, ist das ein guter Weg, diese Mikromärkte. Ja. Also das Teil funktioniert auch auf dem Euro, funktioniert eigentlich auch auf dem britischen Pfund. Zwar nicht so toll jetzt wie beispielsweise auf dem Pfund Future, da ist es top, offen gesagt, also ist es Wahnsinn. Aber im Endeffekt ist es auf alle Fälle eine Möglichkeit, eben hier eine Lernkurve für sich selber zu finden. Wir haben jetzt hier in dieser Übersicht auch noch ein paar weitere Ansichten, wie diese Wochenansicht, die vielleicht jetzt weniger kritisch ist, aber meines Erachtens diese monatliche Übersicht ist auf alle Fälle ganz kritisch. Wir sehen hier eben den Monatsverlauf, hatten jetzt dann hier eben im September einen Verlustmonat mit 2000 Dollar. Jetzt schaut es hier, sind wir hier 800 Dollar vorne. Ist, glaube ich, auch wichtig, eben um einschätzen zu können, wie stabil, wie gut funktioniert das Ganze denn in dem Marktumfeld oder nicht. Dieser Ansatz auf alle Fälle, den finde ich, wie gesagt, relativ hochinteressant. Wenn ihr das Ganze testet, bevor wir jetzt hier zu dem zweiten Handelsansatz kommen, möchte ich euch nochmal schnell zeigen, wie ihr das Ganze auch testen könnt. Das Ganze könnt ihr nämlich in dieser Handelssystemanalyse machen. Ja, also im Englischen sagen wir das Strategy Analyzer, das ist ein eigenes Fenster, wo ihr Backtests machen könnt, wo ihr aber auch Optimierungen vornehmen könnt und auch Walk-Forward-Optimierungen als Beispiel. Also wie gesagt, Standard würde hier bedeuten, als Backtest-Typ, ihr macht einen Backtest. Ich lasse jetzt hier einfach mal, was lasse ich denn mehr laufen? Zack. Nehmen wir hier. Was nehme ich denn? Vielleicht habe ich hier was vor. Okay. Man kann natürlich Vorlagen auch laden. Ich habe bloß, glaube ich, jetzt hier nichts. Okay, laden wir doch hier mal, führen wir hier mal einfach einen Backtest durch, dass wir das mal gemacht haben. Minidauer 30 Minuten. Tick Slippage, wichtig, Exit zum Handelsschluss. Zack. Okay, wir sehen, es dauert nicht lang. Das Teil ist jetzt, wie gesagt, auch im Endeffekt jetzt hier nicht irgendwo, ich weiß es gar nicht, auf welchem Markt, dass ich dieses Thema jetzt hier habe. Aber Fakt ist, das Ganze spuckt dir das relativ schnell aus. Ja, also wir haben jetzt hier einen US-Markt genommen, die Mini Dow Jones, 30 Minuten. Und wir bekommen dann eben ein Ergebnis, das jetzt hier weniger zufriedenstellend ist. Aber das Gute ist folgendes, wir können das Ganze analysieren, wir können uns das Ganze auch im Chart anschauen. Ja, wir sehen eben jetzt hier, und das erklärt jetzt auch einiges, relativ viele Trades und ein ganz enges Profit-Target, was natürlich im 30-Minuten-Chart nicht funktionieren kann. Fakt ist aber, man kann eben das Ganze testen in dieser Handelssystemanalyse. Ihr habt eben die Möglichkeit, nehmen wir es doch jetzt hier ein einfacheres System, das Ganze auch zu optimieren. Und in diesem Beispiel haben wir hier nur zwei Einstiegsparameter. Das ist diese, ist jetzt hier eine Standardstrategie, also diesen so ein EMA Crossover, was wir hier drin haben, die eben nur zwei Parameter hat. Und das Ganze könnte man hier auch eben optimieren, dass wir sagen, okay, wir geben hier als Beispiel den ganzen mehr Raum und dann lassen wir hier eben einen Test eben durchführen seit Anfang des Jahres. Das sind natürlich extrem optimierte Werte. Bitte hier sich nicht reich rechnen. Fakt ist, und wenn ihr hier testet, eine Sache ist hier wichtig, wir haben im NinjaTrader zwei Optimierer. Ein Standard-Optimierer, das ist diese Brute-Force-Methode, der rechnet alle Konstellationen aus, die es gibt, dauert ewig, und einen genetischen, der versucht, durch clevere Abkürzungen eben im Grunde schneller auf ein Ergebnis zu kommen. Und dieser genetische Optimierer hat hier eben Eigenschaften. Die Länge und die Intensität dieser Optimierung kann man beispielsweise über die Generationen, aber auch der Größe der Generation natürlich eben festlegen. Ich lasse jetzt hier mal kurz einen Backtest laufen. Ihr seht, es geht rasend schnell hier mit nur zwei Parameter, und dann kommen wir hier auf ein erstes Ergebnis. Also wie gesagt, das jetzt hier mal zur Handelssystemanalyse und zum ersten Ansatz. Das war jetzt hier, sage ich mal, dieser Ansatz, wo ich sage, okay, den finde ich toll. Schaut, würde ich auch wirklich, sage ich mal, euch raten, wenn ihr Interesse habt am systematischen Handel, dann schaut euch das Ganze an.
schön ist, wie gesagt, in diesem Ansatz, schön ist an diesem Ansatz, die Stops sind im Normalfall relativ klein, weil ein Trailing-Stop eben mit drin ist, also sprich hier wird nachgezogen, der Stop, und im Grunde die Gewinne aber deutlich höher sind. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier als Beispiel einen Loser von, ich ändere das jetzt mal ab, in Dollarbetrag, dass man sieht, was wir hier vor Gebühren verloren hätten. Gut, schaut nicht so schlimm aus, 2000 haben wir hier verloren. Gut, die Volatilität ist dann extrem gestiegen, aber dann haben wir natürlich schon Trades, die dann top sind und die eben dann das Ganze wieder ein bisschen angenehmer machen. Und dann sehen wir hier eben einen Trade, der dann hier als Beispiel, ich glaube 3600, 3450 verdient. Also ich glaube, wie gesagt, ist es auf alle Fälle wert, dass man sich das Ganze anschaut. Und ist auf jeden Fall ein Ansatz, der, wie gesagt, auf mehreren Märkten funktioniert. Nicht nur der Nasdaq, auch auf dem S&P, die Zinsmärkte, beispielsweise auch der Bund Future, Top-Ergebnis. Okay. Jetzt, und jetzt wird es ein bisschen, jetzt bin ich noch im falschen Chart, sehe ich gerade. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Systemansatz, den ich euch gerne vorstellen möchte. Fangen wir mal hier an, den ich mir irgendwo zusammenstibitzt habe. Ja, also wie gesagt, diese Inside-Bar-Geschichte, die habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich nicht erfunden, die gibt schon ewig und macht auch Sinn. Also wie gesagt, Unsicherheit im Markt oder gewisse Richtungssuche war eben hier der Ansatz, der Gedanke. Und im Grunde habe ich mir gedacht, okay, ich kombiniere das Ganze mal mit einem klassischen Oszillator. Und ihr seht jetzt hier im Grunde hier unten diesen relative Stärkeindex, diesen RSI, der eben hier als Einstiegsbedingung mit noch hinzugenommen wird. Was macht dieser Ansatz? Dieser Ansatz hat im Grunde nur zwei Bedingungen, die sehr simpel sind. Ja. Einerseits brauchen wir hier einen Inside Bar. Wir sehen jetzt hier schon diesen Inside Bar hier. Ich hole mir den Indikator nochmal rein, dass wir das nochmal sehen können. Okay. Wir sehen jetzt hier diesen Inside Bar eben in blau markiert und danach haben wir aber nochmal diesen Zustand, dass dieser RSI bei diesem Inside Bar eben überkauft war. Ja, überverkauft war. Also sprich, wir haben hier ein Signal und das Ganze ist dann so gestaltet oder der Ansatz ist so gestaltet, dass ich denke, okay, das Ganze, ich liege falsch. Ja, also Fakt ist, ich bin der Meinung, im Grunde, ich kann nicht immer richtig liegen, der erste Einstieg, den ich habe, der kann nie richtig sein. Und das ist auch, ehrlich gesagt, meine Herangehensweise im Trading, was ich für gut befinde, ehrlich gesagt, ich bin kein Freund von extrem schnellen Entscheidungen und dann eben rein und raus, sehr, sehr schnell, im Endeffekt mit kleinen Stops, das kostet nur Geld, der Broker freut sich, aber im Grunde sind wir gleich wieder aus dem Trade draußen. Was macht dieser Ansatz dann? Also im Grunde ist es so, es ist ein Gewinntarget vorgegeben, aber dieser Ansatz verbilligt und das ist der Grund, wo manche von euch womöglich jetzt hier Kopfschütteln werden und sagen, okay, das Ganze ist jetzt hier dem Gedeih und Verderb ausgeliefert. Fakt ist, das ist ein Ansatz, der profitabel ist, der jetzt hier als Beispiel einen Profit-Faktor hat von knapp 2. Das war jetzt hier ein Markt, der offen gesagt am schlechtesten performt. Ich möchte euch aber auch ein paar weitere Beispiele bringen. Ja. Bloß zum Verständnis eben, daher wollte ich eben das jetzt hier mal liefern. Top-Performer oder ein guter Performer als Beispiel ist jetzt hier British Pfund, US-Dollar. Ist natürlich auch dem geschuldet, weil es einer der volatilsten Märkte ist. Trotzdem sieht man eben hier die Herangehensweise, was dieses System macht. Suchen wir uns hier mal ein Beispiel, wo eben nachgekauft wird. Ist natürlich frei einstellbar. Diese Größen, wie gesagt, ist jetzt hier nicht gezwungen, diese Größen zum Handeln. Ich habe es bloß als Beispiel eben gebracht, eben um zu zeigen, wie das Ganze ausschaut. Und wir sehen hier eben einen Profit-Faktor vor Gebühren von 2,6 und das ist top. Ja. Ist natürlich trotzdem mit extremen Risiken verbunden, wenn man mal falsch liegt. Ja, aber trotzdem zeigt dieser Ansatz, glaube ich, dass es nicht ungeschickt ist. Und in Vorbereitung auf dieses Webinar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir verschiedenste Märkte angeschaut. Also ich habe mir hier begonnen mit dem australischen Cut, wo wir hier sehen,
wo ich hier noch am Testen bin. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich hier was verstellt habe. Ist okay. Wo die Performance, glaube ich, ganz okay ist, was auch gut umsetzbar ist, glaube ich. Also man kann meiner Meinung nach das Ganze, man muss das ja nicht unbedingt voll automatisiert handeln, aber man kann es als Einstiegskriterium nutzen und womöglich für sich ja dadurch womöglich Geld verdienen. Ja, oder zumindest wissen, okay, das System hat jetzt hier drei Positionen drinnen, womöglich ist ein guter Einstieg, eine gute Möglichkeit einzusteigen. Euro-Britisch Pfund haben wir hier einen Short Trade offen. Ja, und Euro-Britisch Pfund ist jetzt persönlich eins meiner Lieblingsmärkte, wo ich sage, okay, ist das machbar? Wir sehen trotzdem eine profitable Bewegung nach oben. Schaut ganz gut aus. Und das, aber jetzt war es für mich oder ist für mich relativ interessant, weil diese Australisch-Cut-Geschichte, Australisch-Neuseeland, war für mich logisch erklärbar, ehrlich gesagt. Weil Australisch-Cut, Neuseeland-Cut, speziell ist ein Markt, sind Märkte, die seitwärts laufen. Also wenn man sich mal den Neuseeland-US-Dollar anschaut, der hat jetzt nicht diese Volatilität eben beispielsweise wie eben der wie beispielsweise der Euro oder das Pfund. Also diese Herangehensweise hier war mein erster Gedanke, war der Gedanke für dieses System, ehrlich gesagt. Also der Neuseeland-Dollar zum kanadischen Dollar war der Ansatz, warum ich dachte, okay, das könnte funktionieren. Man sieht es, das funktioniert. Hier wird auch relativ kleine Size gehandelt, also nicht wirklich groß. Hier 1,5 Mini-Lot. Größte ist jetzt hier mal in diesem Trade zu sehen mit 25 Mikro-Lot. Also wirklich nicht die Welt. Trotzdem das Ergebnis meines Erachtens ganz okay. Das war mir, wie gesagt, relativ klar. Was mir nicht klar war, und das ist das Interessante, ist eben hier beispielsweise ein Euro-Dollar. Ja, man sieht hier schon einige Anzahl an Trades, dafür ist es, so ist es auch gestaltet. Übersichtstechnisch trotzdem relativ interessant, ist natürlich deutlich Luft nach oben, habe jetzt hier nichts optimiert, sondern nur persönlich selbst ein bisschen was rumgestellt an den Settings. Ja. Also geht mit Sicherheit weit besser. Ja. Trotzdem profitabel und wenn man sieht, okay, der Euro war schon mal bei 1,55, 1,60, vor einigen Jahren und dann waren wir hier 2016, 2017 bei 1,05, also da ist dann doch deutlich Musik drin und im Pfund hat sich ja deutlich bewährt, dass jetzt hier auch Profitabilität da ist. Wie gesagt, was ich euch mitgeben möchte für dieses von diesem Webinar heute ist folgendes, man kann in NinjaTrader automatisiert handeln, man kann einiges eben hier auch testen und man kann vor allen Dingen eben auch ja, für sich manche Handelsansätze zumindest testen, ob die einem zusagen oder auch nicht. Ja, und das ist, glaube ich, meines Erachtens für das Wichtigste für mich, dass ich euch hier was mitgebe, was zum Teil für euch interessant sein kann. Was bekommt ihr im Grunde? Das sind eben heute zwei Systeme. Einerseits diesen Inside-Bar-Ansatz, den wir hier unserem Nasdaq, beim Nasdaq-Markt angeschaut haben. Wie gesagt, schaut euch hier vielleicht, führt auch mal Backtest auf den Bund Future durch. Hat super funktioniert. Andere Märkte, ehrlich gesagt, genauso. Und das zweite System ist jetzt hier dieser Grid-Ansatz, der natürlich umstritten ist, aber ich sehe ehrlich gesagt Sinn dahinter. Also ich handle den in der Art im Endeffekt live. Ja. Also ich handle den gerne und im Endeffekt ist das ein Ansatz, den ich gut finde. Aber ja, FX Flat kann man NinjaTrader mit FX Flat handeln, da sind wir eben dran, offen gesagt. Es gab vor kurzem eine Änderung der Datenschutzrichtlinien im August, Anfang August und da sind wir eben dran, also an der Vertragsgestaltung. Wir möchten es aber möglich machen, ehrlich gesagt, also dass ihr mit FX Flat auch mit NinjaTrader handeln könnt. Bisher, wenn ihr ein FX Flat Konto habt, könnt ihr euch genauso einfach mal eine Demo laden, eine FX Demo. Ja, wenn ihr diese FX-Daten drin habt in NinjaTrader, macht den Backtest. Ihr könnt, wie gesagt, Live-Daten auch empfangen und das Ganze natürlich auch dann bei eurem FX-Flat-Konto umsetzen. Oder alternativ natürlich auch mit CapTrader. CapTrader bietet euch eben auch die Möglichkeit, Forex zu handeln. Und ja, könnt ihr genauso mit CapTrader eben auch umsetzen, als Beispiel. Ja, oder angenommen, ihr habt ein CapTrader-Konto, habt hier FX-Daten, ja, dann schaut euch das Ganze an. Ansonsten holt euch eine Demo, schreibt dem Andreas Weiß eine E-Mail. Dann lässt ihr euch gerne die Demo auch zukommen, bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr findet das interessant. Also ich persönlich, ich habe jetzt die letzten Tage da ein bisschen daran rumgedoktort. Überlege ehrlich gesagt im Moment selber, was ich da, welche Möglichkeiten, welche Filter womöglich noch Sinn machen.
ob es Sinn macht. Und natürlich hier, was eben interessant sein könnte, ist eben dann hier an den Stückelungen zu arbeiten. Wann erhöht man die Stückelung oder beispielsweise erhöht man diese Stückelung gar nicht. Für mich persönlich nochmal abschließend, bevor ich das Webinar, also wo ich da mit dem Thema eigentlich durch bin, noch ein Gedanke, den ich hatte oder den ich euch mitteilen wollte. Du hast jetzt hier bei diesem System, das übrigens der Holger Breuer, grandioser Programmierer, gebaut hat für mich, kannst du die Anzahl der Nachkäufe eben einstellen, 1 bis 4. Du kannst dann einstellen, nach wie viel Pips das hier nachgekauft werden soll. Bitte bedenkt, es sind hier Pipettes, 38, 65 Pips, 120 und so weiter. Dann die Lot Size und dann das Target wieder in Pipettes. Angenommen, ihr erlaubt keinen Nachkauf, ja, und wir ziehen im Endeffekt hier mal dieses Target relativ ran, dann lässt sich hier relativ schnell mal sehen, wie gut denn beispielsweise hier der RSI selbst ist als Indikator. Jetzt schauen wir hier mal, wo wir denn hier diese Trades haben, und da haben wir gar keinen, warum nicht? Weil da noch einer offen ist, genau, das dachte ich mir nämlich. Weil im Grunde der RSI, und der ist dadurch relativ dann schon entzaubert, eben nicht alleine reicht. Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Ich glaube, ich habe noch ein besseres Beispiel. Das ist hier nichts. Dann holen wir uns mal den anderen her. Schauen wir uns das Ganze mal beim Euro-Dollar an. Dann erlauben wir vielleicht mal das eine Nachkauf. Stopp. Näher ran. Okay. Und das sehen wir, ein Ergebnis, das ist in etwa halbiert, aber auch nicht wirklich schlecht, muss ich sagen. Ja, bin ich jetzt überrascht, wenn ich ehrlich bin, als ich es getestet habe, war es nicht so schön. Fakt ist, ihr könnt euch damit Informationen sammeln, was auch an Indikatoren oder Oszillatoren Sinn macht oder nicht. Ja, weil dieser RSI, der ist natürlich ersetzbar. Ja, der könnt MFI nehmen, schieß mich tot. Ja. Gibt es natürlich zig Möglichkeiten, die ihr hier auch nutzen könnt. Diese Gratis-Tools wäre ich euch dankbar, wenn ihr dem Andreas Weiß eine E-Mail schicken könntet, weil ich schicke das dem jetzt dann gleich und dann wird er euch das rausschicken. Also wie gesagt, wir haben hier ein schön besuchtes Event, aber ich denke mal, wenn er da eine E-Mail rausschickt, dann sollte es auf alle Fälle passen. Andreas, bist du noch da? Vielleicht kannst du das mir kurz bestätigen. Ja klar, natürlich. Ich poste jetzt gerade noch meine E-Mail-Adresse an alle hier in den Chatverlauf. Also eigentlich leicht zu merken, andreas.weiß@captrader.com. Okay. Ja, wunderbar. Schaut euch das an bitte und vielen Dank für eure Teilnahme. Also ich ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich selber im Moment wieder mehr verstärkt auseinandersetze und ich hoffe, vielleicht könnt ihr da was nutzen. Wenn nicht, war es insofern gut, weil es euch da nicht interessiert. Da wisst ihr zumindest Bescheid, dass das nichts für euch, nichts für euch ist. Genau. Vielen Dank von seitens von Ninefader und schönen Abend euch und alles Liebe und Gute. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank. Schönen Abend. Und ja, wie gesagt, wenn Interesse ist, einfach kurze E-Mail an mich, dann leite ich diese Gratis-Tools weiter. Also Ihnen viel Erfolg beim Handeln und noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.